Also ich freue mich sehr, dass ich aus dem Buch oder das Buch Die Fledermaus und die Sonne lesen kann von Ihnen, Dr. Bula Yumi. Und ich fange jetzt einfach an. Der Grund für die Feindschaft zwischen der Fledermaus und der Sonne war ein sprachliches Missverständnis. Denn mit Worten kann man nicht alles sagen. Was die Sprache anbelangt, so sollt ihr, wenn ihr bei einem Gespräch ein Wort nicht versteht, immer und immer wieder versuchen zu fragen und zu fragen und zu fragen, bis ihr alles verstanden habt. An der Schwelle des Todes hatte die Fledermausmutter einen einmaligen Wunsch. Wenn sie stirbt, sollte die Sonne während der Beerdigung stehen bleiben. Sie hoffte sehr auf dieses Trauerzeichen der Sonne ihr gegenüber, da ihre Tochter, die Fledermaus, und die Sonne enge Freunde waren. Eines Tages war es soweit. Die Fledermausmutter starb. Unmittelbar danach verließ die Fledermaus den Platz im Palmenschatten, wo ihre tote Mutter lag. Sie schaute zur Sonne empor und sprach mit trauriger Stimme zu ihr: »Du, liebe Freundin, ich habe eine betrübliche Nachricht. Meine Mutter ist gestern gestorben und morgen findet ihre Beerdigung statt.« In der Sprache jedoch, in der die Fledermaus und die Sonne sich unterhielten, bedeutet das Wort Lobi sowohl gestern als auch morgen. Ich bitte dich, dass du während des Begräbnisses stehen bleibst und zuschaust, denn dein Stehenbleiben war ihr letzter sehnlicher Wunsch. Die Sonne war einverstanden. Nach dieser Bitte flog die Fledermaus durch das ganze Land, um Angehörige, Freunde und Bekannte von dem traurigen Ereignis zu benachrichtigen. Während dieses Flugs zeigte die Sonne der Fledermaus die Richtung, in die sie fliegen sollte. Und mit Hilfe des Sonnenlichts kam die Fledermaus zu ihrer toten Mutter zurück, bevor es dunkel wurde. Der nächste Tag war angebrochen, der Tag des Begräbnisses der Fledermausmutter. Die Trauergäste hatten sich im Palmenschatten versammelt, wo die Familie Fledermaus wohnte. Und dort wartete die Fledermaus vergeblich auf das Stehenbleiben der Sonne. Sie wartete so lange, bis die Trauergäste es nicht mehr aushielten und die Geduld verloren. Da schaute die Fledermaus zur Sonne empor und sagte zu ihr: »Sonne, meine Freundin, bleib doch stehen, damit meine Mutter begraben kann, wie wir es vereinbart haben.« »Ich habe mit Lobi eigentlich das gestrige Morgen gemeint, meine Freundin«, erwiderte die Sonne. »Heute, jetzt, kann ich nicht mehr stehen bleiben. Gestern, in der Vergangenheit der Schöpfung vor dem Urknall, da wäre es vielleicht noch möglich gewesen. Aber nun kann ich nicht mehr stehen bleiben. Damit alle Wesen leben können, muss ich meinen Weg fortsetzen. Ich muss weitergehen.« Die Sonne ging weiter und es wurde Nacht. Daraufhin beerdigte die Fledermaus ihre Mutter bei Nacht in der Dunkelheit. Am nächsten Tag bei Sonnenaufgang sagte die enttäuschte Fledermaus zur Sonne: »Du Sonne, da ich meine Mutter bei Nacht beerdigen musste, weil ihr letzter Wunsch nicht erfüllt wurde, will ich dich ab heute nicht mehr ansehen, solange ich auf dieser Welt lebe. Und auch meine Nachkommen werden dich meiden. Alle werden diese Geschichte erfahren.« Also ging die Fledermaus an einen dunklen, einsamen Ort, wo sie tagsüber blieb, damit sie die Sonne nicht sehen musste. Und so ist die Feindschaft zwischen der Sonne und der Fledermaus entstanden. Es bedeutet den Anfang des Friedens, wenn wir unseren Gesprächspartner ernst nehmen. Danke. Dankeschön. Ja, eine wunderbare Geschichte. Dr. Esperance François,
hoffe, ich sage es richtig, Nagibata Bulayumi, geboren in Kinshasa, Demokratische Republik Kongo. Er war Bildungs- und ist Bildungsbeauftragter am Afroasiatischen Institut in Wien. Er war Dozent an der Universität Wien, Fakultät für Sozialwissenschaften, Institut für Pflegewissenschaften. Er lehrte interkulturelle Geragogik. Er ist Autor von vielen Büchern und Zeitungsartikeln. Er wirkt und lebt mit seiner Familie in Wien. Ja, lieber Dr. Bulayumi. Liebe Bulayumi. Lieber Bulayumi. Verstehen ist in diesem Märchen sehr groß, kommt sehr groß heraus. Ja? In diesem Märchen geht es darum, immer wieder nachzufragen, ohne dumm gehalten zu werden. Mhm. Ja? Wie sehen Sie diese, was für Ideen haben Sie in Ihrem Leben damit Erfahrung, um das zu schreiben? Bezüglich des Buches? Ja, jetzt muss ich das Ding herunternehmen. Wissen Sie, ich habe die Schule noch damals, ich bin im November geboren. Ja. Dann hat Mobutu geputscht, in Kongo, 1965. Das ging ich in erste Klasse vor Schule. Ich durfte das nicht, weil immer wieder, ich habe große Brüder gehabt. Das heißt, ich habe mehr gewusst schon, weil ich große Brüder hatte. Und die haben gesagt, ja, im November, Kinder, es ist ein europäisches System, belgisches System, 5, 6 Jahre, dann mit dir in die Schule. Aber wenn man im November geboren ist, genauso wie in Österreich, das ist einfach die Schule oder die Frau der Rektorin oder der Direktor fragt ein bisschen Frage oder mal oder so, man sagt, okay, ist fähig und kann in die Schule gehen. Ich war auch klein. Aha. Und aber dann, man hat gesagt, der Direktor hat gesagt, ich kann doch Schule gehen. Und ich habe dann im September 1965 angefangen mit der Schule. Und plötzlich hat Mobutu geputzt. Wir haben gedacht, das heißt, diese Geschichte vom Kongo, von Mobutu und Lumumba und andere, es ist, ich muss nicht Bücher lesen, das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Aber meine Mutter ist gestorben, war 3 Jahre, ungefähr, ja, 3. Und meine Großmutter ist vom Dorf nach Kinshasa gekommen, dann hat mich auch ausgezogen. Das heißt, ich habe dann angefangen, normalerweise, unsere Väter und andere waren, wie ich in einer Geschichte geschrieben hatte, noch Köpfe. Das heißt, das ist, was die Belgien, was die kongolesische Tradition war, darf nicht. Ja? Mhm. Das ist das Schöne, ist immer, was die Belgier gesagt haben. Und meine Großmutter hat mir, das ist einfach viel beigebracht. Ich habe immer gesagt, dass ich meine Biografie falsch schreibe. Weil, warum? Entschuldigung, das ist ein Wort, falsch schreiben, warum? Weil ich habe neben dieser normale, moderne, europäische Schule, ich habe auch eine Schule wie ein jüdisches Kind, das normale Schule geht und am Samstag geht oder Talmud-Schule. Mhm. Aber das war tauflich. Das darf man nicht machen. Ich habe da meine Großmutter, die mir viele gebracht hatten, es war immer Frage, dass es, sie hat uns unfertige Geschichte erzählt, aha, interaktive. Sie, ja. Man muss weiter erzählen. Ja. Und dadurch habe ich angefangen, auch zu schreiben. Das ist die Geschichte. Aber es ist auch wegen der Sprache. Die Franzosen, wenn man etwas Aussprache nicht so schön ist, sagt man, ce n'est pas du français, das ist nicht Französisch. Aber ich habe bemerkt, in dieser Sprache, Lingala, Lobi, konnte es heute oder gestern morgen sein. Und das habe ich gelernt, auch hier auf Deutsch. Damals habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Und ich habe nicht verstanden, wenn ein Mensch mir sagt, morgen, ich habe gesagt, was ist das? Achso, Sie meinen, wenn man sie begrüßt und man sagt morgen, was heißt das jetzt guten Morgen oder heißt das morgen? Der Morgen oder das Morgen. Der Morgen oder das Morgen fängt heute an. Ja. Dann habe ich gedacht, bin verrückt. Das oder der? Ja, ja.
Wie alle deutsche Mutter, die mit dieser Sprache groß geworden, man denkt nicht daran. Ja. Aber für mich, ich habe gedacht, soll ich das, ich mache Fauxpas, das oder der. Wie viele Sprachen sprechen Sie? Das heißt, gute Sprache, ich spreche Lingala, sehr gut, Kikongo, sehr gut, Deutsch. Englisch kann ich schreiben, weil nicht so, es ist nicht meine Arbeitssprache, aber ja. Ich kann schreiben, ich kann, ja. Wenn ich in London bin oder so, rede ich Englisch, ja. Französisch und ich habe alte Sprache gelernt, okay. Hebräisch, Latein, konnte man nicht schreiben, aber ich habe zitiert Latein, okay. Und alte Griechisch. Das weil als ich bei Ihnen war, im Büro, habe ich gesehen, Sie haben in verschiedenen Sprachen geschrieben. Lingala, ja. Lingala, ja. Habe ich geschrieben. Genau dies, ja. Deswegen. Weil einmal war ich in der Schweiz, ich sollte die Bücher in Mission 21, das ist in Basel, ja. Großartige, ich sollte meine Bücher schreiben, präsentiert auf Französisch und Deutsch. Okay. Und der erste emeritierte Professor, der in Kongo war, er hat mir gesagt, Boulogne, wissen Sie, wir reden hier, ja, sogar wie Sie Deutsch reden, ja. Oder Französisch, gehen Sie in den nächsten Teller, niemand wird Sie verstehen. Das heißt, wir verstehen Sie. Gewöhnt konnten Sie mit dieser Sprache Hochfranzösisch und Englisch oder so in Afrika, die Welt verändert Deutsch, ja. In Afrika. Ja. Wir feiern jetzt hier ich habe das in den letzten Jahren beobachtet, ein Comeback der Märchen und auch der Märchenerzähler. Ja. Ja. Hier, also in Österreich, speziell in Österreich, in kleinen Gruppen trifft man sich, man liest, man hält Lesungen ab, man erzählt sich sogar Märchen und diskutiert. Was glauben Sie, was für mich sehr wichtig, was für sich sehr gerne wissen würde, ist in der interkulturellen Szene, ja, wie können Märchen zusammenführen? Das ist sehr gut. Das Beginn, das ist wirklich, das ist eine Märchenschule, das gibt es überall in der Welt. Ja. Großmutterrolle oder Großvaterrolle, ja. Oder, ja, oder Bruder oder Onkelrolle. Das gibt es. Ich glaube, das gibt es solche Märchen, wenn man genauso beobachtet, gibt es fast ähnliche Märchen weltweit. Mhm. Oder der Rotenkäppchen und sowas. Das gibt es, der Wolf aber und der Sieben. In der heutigen Zeit, was macht es in der heutigen Zeit im Miteinander? Miteinander ist einfach zuhören, wie ich gesagt hatte. Oder, okay, konkret rede ich über meine Kinder und mich, ja, zum Beispiel. Ich war damals, ich war evangelischer Pastor tätig, jahrelang, und dann. In Österreich. Ja. In Österreich. Und. Ich wurde immer wieder Unity Methodist Church, das ist typische Richtung Amerika, amerikanischen Protestantismus. Ich war in der Schweiz, wurde hingeschickt und ich habe manchmal Missions dort gemacht und dann zurückgekommen. Und damals mit meinem Sohn war fünf Jahre sowas und ich habe immer Geschichte erzählt. Und er hat mir gesagt, Papa, erzählst du uns mehr eine Geschichte wieder, wie immer, gute Nachgeschichte. Und ich habe angefangen, ich wollte irgendwas anderes Geschichte erzählen und er hat mir gesagt, nein, der Wolf und die sieben Geißlein. Mhm. Ich habe deswegen diese Geschichte auch gelernt, auswendig. Mhm. Oder wenn ich lese und ich bin müde, sage ich, überspringen, er sagt, nein, du hast hier nicht richtig gesagt, fang an. Ja, okay. Ich habe dann erzählt und bei der, alles die Wolf, die Kinder, die sechs Kinder, ja. Gefressen hat, dass er einfach sagte, Punkt, Papa, siehst du, wäre der Bock, der Papa da gewesen, konnte der Wolf die Kinder nicht fressen, weil der Papa hätte gewusst, dass der Wolf seine Stimme verstellt hat. Ja, das ist kein einziger Wachsen hat mehr so in dieser Richtung. Ich habe sogar das gepredigt und wenn ich sage, heutzutage über Kinderbetreuung eine alleinstehende Mutter. Mhm. Diese Interpretation, diese Frau war eine alleinstehende Mutter.
Ja. Alleine da und er ist irgendwo zum Geschäft gegangen. Ja. Deswegen, und so eine ist geblieben. Ja. Und dann habe ich in dieser Richtung, das ist, ich habe gesagt, es ist so köstlich, aber irgendwie, wenn sobald das Kind noch nicht beginnt zu lügen, sehen die Kinder so, die pädagogisch, ich sage immer, ist ein Problem, habe ich gesehen, die Schule, die Schule hatte ein Problem mit diversen Kindern, weil ich auch gesehen hatte, dass mit einem Kind, genauso sage ich, ich bin in ein System sehr europäische Schule gegangen und seitdem, man hat immer über Reformen gesprochen, meine Kinder sind in die Welt gekommen, die sind genauso das Gleiche, es geht in diese Fehler und irgendwie, das Kind verliert, man verliert was, nachzudenken. Ja, und das und, Kind ist... Ja, und deswegen sage ich, das ist interkulturell. Ich habe das überall erzählt, was ich gelernt hatte. Ich finde das da gut. Ja. Und genauso war die Fledermaus in die Sonne, wegen der Sprache, das Wort Lobby, alleine. Und das gibt es auch auf Deutsch für andere Menschen, das Morgen. Oder morgen, guten Morgen, und dann Sinovat hat man politisch gesagt, das Morgen fängt heute an. Ja. Das ist die Zukunft. Oder ich sage, Französisch, wenn ich sage, voilà un saut. Das ist voilà un saut. Das kann 50 Bedeutungen. Ja. Das wird verschieden geschrieben. Das ist ein Sprung im Leben. Oder das ist ein Hammer. Das ist eine Tepate. Der kommt, Entschuldigung, Wiener geschrieben, der kommt, der Tepp kommt. Das heißt, es geht ums Nachfragen. Ja, deswegen. Uns immer wieder Nachfragen. Ja, Nachfragen. Ja, ja. Und um zu sagen, habe ich das richtig verstanden? Ja. Genau. Ja. Ansonsten sagt es so, höre ich, das ist blöd. Ja, man sagt, wie ist der kommt. Aber Sie haben ja auch im Afroasiatischen Institut einen Verlag gegründet. Das Infohaus, oder? Das ist einfach Afroasiatisch als solche. Das wurde 1959 gegründet, aber es gibt nichts mehr. Das heißt, ich habe hier als Vizerektor dieses Instituts geleitet. Ich war zuständig für, ich habe eine Brücke-Funktion gehabt zwischen Universitäten und Studierenden aus der ganzen Welt, aus Lateinamerika, Afrika und andere. Und wir haben gesehen, okay, er ist geeignet für Medizin oder geht also es Sie haben gesagt, dieser Student kann das studieren und der kann das studieren? Die wollten es alleine. Ja. Also dann musste man schauen bei der Vorstudienlehrgang in der Schule, das ist sogar die deutsche Sprache zu lernen. Man konnte sagen, bitte, das geht nicht mit dir, mit dieser Sprache. Dann mit der Zeit, ich habe angefangen früher schon als Basso zu schreiben. Ich habe leichter gehabt, mit der Zeit einen Verlag zu finden. Dann habe ich bemerkt, später, als ich beim angefangen hatte, beim Afro-Asiatischen Institut zu arbeiten, ich habe gesehen, dass die Leute haben, viele Menschen aus dem Süden haben Schwierigkeit gehabt, einen Verlag zu finden. Und dann habe ich die Idee, ich bin mit wir haben mit meinen Kollegen und dem Rektor gesprochen. Wir haben gesagt, warum sollen wir nicht sowas gründen? Ja. Und so haben wir das gegründet mit diesem AA-Informationshaus. Ja. Dann ist AA jetzt als Form, als solche gibt es nicht mehr. Aber diesen Verlag leite ich weiter. Das geht weiter. Ja. Ja. Und unter diesem Verlag haben Sie auch Ihre Bücher mitgebracht? Ja, diese Verlag. Von den verschiedensten Autoren, die in diesem Verlag quasi verlegt haben. Ja, aber das sind diese typischen Märchen. Da kommen wir dann nachher noch dazu. Ja, da reden wir darüber. Ja, ja. Brückenbauer. Ich habe recherchiert über Sie. Bulayume ist in erster Linie ein unermüdlicher Brückenbauer, habe ich gelesen. In einer Welt voller Misstrauen. Mit seinem Bewusstsein und seiner Kompetenz hat er im Rahmen des Möglichen immer dafür gesorgt, dass eine Person, die zu ihm kam, einen Schritt vorwärts ging. Ja, aber das ist ein Image, das bleibt. Es ist nicht, Shinto kann vielleicht hier sagen, es ist nicht so einfach. Weil wenn jemand schon in so langer Zeit im Afro-Asiatischen Institut gearbeitet hatte, das heißt, die haben gesehen, weil die Leute haben einen Zettel gegeben, der Bulayume steht da im Afro, er wird ihnen helfen. Mach mal
aber es standen Menschen da aus Lateinamerika oder aus Afrika, aber ich habe nicht gewusst, was ich tun sollte. Mindestens Informationen. Ja, ich habe dann Leute weitergeleitet, oh, ja. Manchmal, wenn ich kein Geld hatte. Wir haben Geld gehabt, nur für Leute, sogenannte Free Mover in One World Scholarship. Das ist ein Weltstipendium und dann auch geleitet. Und dann haben wir gesehen, okay, das konnten wir unterstützen. Aber es gibt Menschen, die haben keine Möglichkeit gehabt. Ich habe weitergeleitet und bis heute sehe ich auf der Straße, ein Mensch kommt, danke, Sie haben mir geholfen, was habe ich getan? Ich habe nur weitere Informationen gegeben, es wurde Ihnen geholfen. Das ist sehr wichtig. Und manchmal weiß ich nicht, ja, danke schön. Das heißt, die Leute, aber diese Image bleibt bis, ich habe das Image bis heute. Ich komme irgendwo, dass plötzlich ist ein Mensch, ich brauche Hilfe. Ja, ich habe diese Menge, diese Kasse, auch vom, habe ich nicht mehr. Ja. Aber menschlich helfen Sie mir. Werte, Sie haben einen Artikel über Werte geschrieben in einer Zeitung. Wertvorstellung im interkulturellen Bereich aus Ihrer langjährigen Erfahrung heraus. Wie kann sich das Verbindende, das Verstehende, wie können wir das weiterentwickeln zum friedvollen Miteinander? Das weiß ich schon. Das war damals mit Stronach. Das ist ja, das schon dann hatte ich über Werte gesprochen. Ich habe gesagt, was versteht ihr unter Werte? Weil was Werte für ihn ist, ist nicht Werte für mich. Was ist das? Ja. Das muss man fragen, was ist das? Weil jede sagt, unsere Werte ist wie die Zeit beim Augustinus. Was ist das? Jede weiß, worum es geht, aber sobald wir beginnen zu reden, was ist unsere Werte jetzt? Das ist das. Das heißt, für mich ist Werten zu verstehen. Das ist einfach wie kategorial, wie sagt man, imperativ oder kategorisch imperativ. Ja? Ja. Das heißt, ich muss akzeptieren oder ich soll einfach den Menschen so wie er ist akzeptieren. Wenn der Großvater hat immer gesagt, wenn du in einem fremden Dorf bist, dessen Bewohner ihre Tanz mit dem linken Fuß beginnen, so solltest du auch so tanzen. Aber pass auf, diese linke Tanz soll nicht deine Menschlichkeit gemunto, wie wir das soll sagen. Soll nicht überstehen. Ja, ja. Das heißt, wenn ihr, es wird Menschen umgebracht, dann sage ich Tschüss. Aber wenn ich sie lieb, dann mache ich, tanze ich mit. Aber ich muss passen, weil es gibt diese Choreografie, sogar Tanz, weil die Fledermaus in die Sonne. Ich habe gesehen, die Kinder haben getanzt einmal. Wenn ein Kind so regt, die alle links und eine regt, das ist, die Ordnung ist nicht mehr da. Ja, ist nicht mehr da. Und genau das, das ist ein Problem. Da muss ich zuerst sagen, aber diese, oder sage ich, ich darf nicht sofort sagen, dass diese Tanz, der östliche Tanz, nicht gut ist, sondern ich beginne zu tanzen wie die anderen oder irgendwann sage ich, okay, probier mal, bei uns beginnen wir nicht mit linke, sondern mit rechts. Und dann könnten sie sagen, ja, probieren wir, dann sage ich, ja, wie sagt man, Rumba oder Zumba. Ja, dann sofort Zumba, alle beginnen zu tanzen, aber wenn ich beginne, sofort ich komme und sage, nein, nicht mehr so, dann geht es nicht. Ja. Und das ist diese Werten, einzige zu akzeptieren, das sind diese Werten. Weil ein Politiker hat gesagt, was ist unsere Werte? Ich sage nicht den Namen, er hat gesagt, ja, Mozart, Google. Also, was ist, ja, das ist, was sind Werte? Ja. Das ist nicht so einfach. Jede sagt, das ist, ja, unsere Werte, wir wollen das. Aber wenn man beginnt, was ist das jetzt in Wirklichkeit? Ja. Man kann ja auch die Werte über die Märchen vermitteln. Zum Beispiel die Werte, das sind die Werte. Die Werte, ihr, das ist, ich freue mich manchmal denke ich, oh Junge, wie hast du das geschrieben? Großmutter, sei Dank, auch zu Teil. Manchmal habe ich gedacht, warum? Weil jetzt ökologisch. Das heißt, es geht, dass wir wissen, seit Galilei, dass es geht nicht um die Sonne sich bewegen, das ist, wissen wir alle. Aber alle Dörfer, bei den Bauern, alle Bauerinnen, die sagen, wenn die Sonne in der Mitte ist, das reden wir in unserer Umgangssprache. Und man sieht, dass eher die Sonne scheint
für alle Menschen gleich. Das ist das, ja. Und wenn wir hier schlafen, die Menschen in Amerika, die Kinder, es ist schön mit den Kindern das zu lesen, ja, wirklich, ja, und dann sage ich nicht Menschen, sondern die Bäume werden ja groß. Das ist Umwelt, Ökologie und so, das sind die Werten, das ist drinnen in diesem Buch. Sie haben natürlich nicht nur Märchenbücher geschrieben, Sie haben verschiedene andere Bücher auch geschrieben. Aber heute habe ich nur, das ist... Heute nur, aber ich möchte ein bisschen die Bandbreite auch zeigen. Ja. Sie haben Kongo-Bücher geschrieben, Sie haben den Afro-Wiener geschrieben. Ja. Das ist ein Buch über, sage ich jetzt mal, Afro-Wiener ist ein sehr schönes Wort, finde ich, über Sterben und Tod, also dass das Sterben etwas an das Vorbereiten auf den Tod ist. Mhm. Ja. Ein sehr spannendes Buch. Sie haben aber auch über die Umwelt geschrieben, ein Buch mit einem Fisch. Ja. Ja. Wo Sie auch schon vor, also er hat die verschiedensten Richtungen, will ich jetzt einfach sagen. Ja, besonders das Buch, Entschuldigung, das Buch, es geht um Fisch. Man sieht, wie auch die Chinesen und andere, Spanien und viele, die Leergewässer von Afrika leerfischen. Ja, das ist einfach das da. Und man sieht heute Getreidekrise. Meine Großmutter hat nicht diese Getreide gegessen. Sie haben Maniok und viele andere gegessen. Sie kennen die Hungersnot, aber man hat die Kolonialherren, die haben eher Landwirtschaft in vielen Teilen Afrika kaputt gemacht. Und deswegen sind die jetzt Nahrungsmittelkrise. Ich habe damals schon vor 40 Jahren darüber geschrieben. Ja. Ja, ich habe das absichtlich in Lingala geschrieben, weil es ist... Mit dem Fisch. Mit Fisch, ja. Habe ich das geschrieben, weil ich gesehen hatte, das geht. Ich habe als Kind die Minoterie von Matadi, das ist eine große Hafen in Kongo, und ich habe gedacht, es war eher Mühlen. Mhm. Ich habe gedacht, in Kongo wächst diese Getreide in Kongo. Aber man sagt das nicht. Aber im Grunde kommt roh zu uns, dann gibt es Müll. Ja. Das ist diese Arbeit. Und Fischen, es gibt diese Piodi, Thompson, kennst du Thompson, oder? Diesen Piodi. Als ich Kind war, und den Vater, diese Piodi, konnte man nicht so was essen. Es war Fischen, es war minderwertigen Fisch, das zu essen. Ja. Aber die haben alles kaputt gemacht, dass wir sogar, wir haben Gewässer in Kongo, die Fischen haben Tanganyika See, Kongo-Fluss, Bibrocken, aber wir haben keine Fischereibooten. Mhm. Überhaupt nichts. Das ist, die haben erzeugt, das ist eine Abhängigkeit. Es ist mit dieser Kriege, ich würde jede sagen, ein bisschen Richtung zu dieser Diskussion im Internet, über was die jungen Afrikaner über diesen Krieg in Europa sagen. Es ist traurig, die haben das wirklich Menschen abhängig von Nahrungsmitteln gemacht. In Äthiopien zum Beispiel, manchmal kommt, ja, wir haben keine Getreide, aber da kaufen irgendwelche Länder oder arabischen, diverse Länder diese Boden für Landwirtschaft kaufen sie, wird gepflanzt, benutzt, aber die besseren Produkte gehen ins Ausland. Und die andere, wir haben fast nichts und dann immer wieder bekommen wir Noten, Ehe, ja, Spende für die Armen. Das ist diese Geschichte. Ja. Das ist der. Es ist manchmal traurig. Das ist die Geschichte, die diesen... Ja. Und ich habe gedacht, das möchte ich das da übersetzen, das Buch. Das ist, es geht um, sage ich, ich bin bei Thompson, das heißt, die Leiche von Thompson, Piodi. Und diese Fisch gibt es nicht in Kongo. Aber die ganzen Fische in Kongo haben protestiert. Die haben gesagt, wir bekommen nicht mehr, wir werden alt, sogar vom Alten sterben wir. Und wir bekommen keine Grab. Das ist Bauch vom Menschen. Ja. Bauch vom Menschen, das kommen die nicht. Nur eine aus dem Ausland, der Fisch, dieser Fisch, hat direkt begraben zu sein in diesen, im Bauch vom Menschen. Ja. Ja,
Dann komme ich zum Diambur-Preis, den Sie verliehen bekommen haben. Ja. Für ein Engagement für Demokratie und Gerechtigkeit wurde im Oktober 2012 von The Global Player der erste Diambur-Preis verliehen. Denn, so steht es im Internet, Diambur bezeichnet bei den Wolof, sagt man? Wolof. Das ist eine Gruppe, ja. Einen ehrenhaften, würdigen Menschen. Er übt Gerechtigkeit und handelt in Güte. Er kennt das Böse und handelt im Guten. Er liebt friedfertige Tage. Sein Leben ist von innerer und äußerer Schönheit geprägt. Vornehmheit und Weltkenntnis gehören zu den Eigenschaften eines Diambur, der stets auch seine Vorstellungen, Einstellungen und Handlungen Frieden zwischen einzelnen Menschen und eine friedvolle Koexistenz der Völker bewirkt. Ja, heute habe ich die Gäste, weiß ich nicht, mit dir darüber gesprochen. Ich habe gesagt, 5 Jahre Beleben vom Dituto. Wir konnten nicht organisiert, weil ich, das ist der Vater von Menschen, ja, ich träge wirklich diese Last weiterzugeben, zu organisieren. Ja. Ja, das ist, habe ich gedacht, also es wurde das erste Mal verliehen. Ja. Das erste Mal an ihn verliehen. Und es ist mir mehr, dieser Preis. Es wäre schön, wenn es weitergeht. Ja, es wird geben. Ja. Das heißt, es ist, ich glaube, wenn besonders vorwiegend in der Jury waren noch Afrikaner, oder? Vorwiegend in der Jury. Wenn die Afrikaner, ich kenne die auch, ich kenne ihre Politik, das sind Streit und andere. Wenn sie sagen, der Mensch, das kriegt, er kriegt diesen Preis, ich bin stolz drauf. Ja. Danke für dieses Gespräch. Danke.